Hallo alle zusammen. Wellness und Seele. Wie passt das zusammen? Oftmals ist es so, dass auch nach den Feiertagen und vielleicht auch nach dem wohlverdienten Urlaub wir uns trotzdem leer und ausgelaugt fühlen. Müde und abgespannt sehnen wir uns nach Ruhe und Entspannung. Einfach mal nichts tun und die Seele baumeln lassen. Spontan fällt uns da Wellness ein. Ein Begriff, der in gewisser Weise auch für Luxus steht. Wellness. Wellness bedeutet Wohlfühlen. Die meisten von uns betrachten dies vielmehr als Aspekt von Freizeit und Vergnügen. Verwöhnen wir doch einmal unseren Körper mit der für uns geeigneten Wellness und lassen den Alltag los. Wir entspannen unseren Körper wie auch unsere Seele. Haben wir nicht vielleicht in der letzten Zeit unsere Seele zu sehr vernachlässigt? Wir sollten aber auf unsere Seele hören. Sie meldet sich öfter, als wir glauben. Erst dann können wir uns erholen und auch gesund werden. Wir können unserem Wie und Ach nicht entrinnen. Begegnen wir doch einfach mal uns selbst und unseren Mitmenschen in der Betrachtung unserer Augen und Herzen. Solange wir das nicht tun, befinden wir uns auf der Flucht vor uns selbst und den Menschen, die wir lieben. Lassen wir unsere Lieben an unseren inneren Gefühlen teilhaben, dann erhalten wir tatsächlich die Geborgenheit, die wir uns wünschen. Alles beginnt in deiner Seele. Fürchte dich nicht davor, sondern höre, was sie dir sagt. Du schaffst es nicht? Und du hast Blockaden? Dafür bin ich da. Ich helfe dir und befreie dich davon. Danach wirst du dich leicht und frei fühlen, deine Seele erkennen und mit wundervollem Gefühl Entspannung und Wellness mit deinen Lieben teilen. Möchtest du das? Das kannst du dann haben. Und das Schöne dabei ist, du kannst in meiner Ferienwohnung und dem gesunden Ostseeklima die gewünschte Erholung finden. Denk darüber nach. In Liebe, eure Deria.